Nachdem wir in der letzten Zeit schon einige Infos zum nächsten möglichen Sims-Teil erhalten haben, wurde jetzt auf der Website 4chan sogar ein mögliches Release-Fenster für die Sims 5 geleakt. Auf Reddit lässt sich aktuell ein Post zur EA Play 2021 finden, in dem genau beschrieben wird, was für neue Spieler hier angeblich angekündigt werden sollen. Als Quelle wird hier auf einen 4chan-Eintrag verwiesen, dieser hat aber keine genauere Quelle hinterlegt. Neben anderen großen EA-Titeln wird hier ebenfalls ein für uns sehr interessanter Titel, Die Sims 5, gelistet, welcher laut dem Leak bzw. Gerücht mit einem kleinen Teaser-Trailer angekündigt werden soll. Außerdem soll es hier scheinbar ein kleines Entwickler-Interview geben, in dem wahrscheinlich über gröbere Features und die insgesamte Richtung des Spiels gesprochen wird. Der tatsächliche Release wird hier für Frühling 2022, also in gut einem Jahr, angegeben. Ebenfalls interessant, wie bei den Vorgängern auch, soll der insgesamt fünfte Teil der Reihe nur erstmal für den PC erscheinen. Was genau an diesen Gerüchten wirklich dran ist, ist derzeit wirklich schwer zu sagen, die Art, wie der Beitrag geschrieben ist, wirkt für mich aber extrem plausibel. Auch wird hier ein Spiel genannt, welches es derzeit noch gar nicht gibt und dann wahrscheinlich frisch vorgestellt wird. Spätestens zur EA Play wissen wir dann, ob diese Gerüchte wirklich stimmen sollten. Wärt ihr mit noch einem Jahr Content für Die Sims 4 einverstanden oder könnte es für euch doch noch etwas weitergehen mit Die Sims 4? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.